Nach der Endverbrauchermesse FDF in Tübingen zieht Veranstalter Michael Bartmann eine überwiegend positive Bilanz. Die Messe war am Sonntag zu Ende gegangen. Insgesamt seien 43.000 Menschen dort gewesen und damit über 10.000 mehr als noch im Vorjahr. An die Zahlen vor der Corona-Pandemie sei man aber noch nicht herangekommen. Auch die Zahl der Aussteller war mit 253 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Deren Fazit sei ebenfalls positiv ausgefallen, auch wenn man bemerkt habe, dass durch die Inflation zurückhaltender eingekauft wurde. Ein besonderes Highlight sei der Vergleichskampf der Kampfgemeinschaft Echertsnecker gewesen, bei dem der SV 03 Tübingen, der VfL Pfullingen und der SSV Reutlingen gegen Vereine aus der BVBW Region 4 angetreten waren.